Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda The Wind Waker. Ja, Freunde, ein Triforce-Teil fehlt uns noch. Dann haben wir sie alle gesammelt. Allerdings hatte ich einen kleinen Denkfehler drin. Wir müssen tatsächlich noch eine Kleinigkeit machen, bevor wir auf das Geisterschiff können. Denn wir brauchen zuerst die Geisterschiffkarte. Ohne die Geisterschiffkarte bringt uns das ganze Getue hier nichts. Denn wir würden quasi durchs Geisterschiff durchfahren. Das, wird uns null bringen. So, ganz kurz einen Moment. Zack. Auf die Karte gucken. Das Problem ist, da unten im Eck, wo wir jetzt gerade hinfahren, zum einen waren wir da noch nie, deswegen habe ich auch total vergessen, dass die Geisterschiffkarte überhaupt existiert. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir direkt, wenn das Geisterschiff auftaucht, reinfahren können. Können wir leider nicht. Die ganzen Schätze kann ich jetzt auch links liegen lassen. Die brauchen wir auch nicht. Und wie gesagt, ich habe total vergessen, dass diese Insel überhaupt existiert. Da ganz vorne sehen wir sie schon. Am Horizont. Da ist nämlich die Rhombusinsel. Und ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen. Irgendwie ist es doch voll schade, dass ich keine Möglichkeit habe, euch die Seekarte zu zeigen, ne? Dass ich euch die irgendwie... Aber es gibt halt keine Möglichkeit, den Touchscreen von der Wii U zu capturen. Das ist ein bisschen schade. Das stört mich die ganze Zeit schon so ein ganz kleines bisschen bei dem Let's Play. Aber dagegen kann man ja auch nichts machen. So, hier haben wir sie, die Rhombusinsel. Kann ich mich vom Roten Leuenkönig her runter da hochschießen? Besteht die Möglichkeit. Ja, tut sie. Wundervoll. Nice. Und dann können wir uns hier einfach hochhaken. Noch einmal hochhaken. Nur die Haken kommen in den Garten, nicht wahr? Das ist aber schön, die Insel. Was auch immer die Quelle hier macht. Das ist schön mit dem Wasserfällchen da nach unten. Gefällt mir. Und einmal hier hinein. Ja! Moment. Irgendwie... Zum einen komische Geräusche überall. Zum anderen bin ich etwas verwirrt. Kriegen wir hier? Da kriegen wir einen Stick, ja. Ah! Oh mein Gott, hast du mich erschreckt, du... Oh mein... Kommt da plötzlich so eine Hand ums Eck? Jumpscares waren noch nie cool. Ich mach mal gleich alle auf. Schätze ich. Aber die da hinten war so gut versteckt. Das scheint ein kleines Labyrinth zu sein, was hier auf uns wartet. Sie war so gut versteckt. Ich schätze mal, dass das uns auf jeden Fall wohin führt. Ein Glücksamulett. Gut, dich brauche ich jetzt nicht mehr. Das, mit den Glücksamuletten sollte sich ja eigentlich... Du bist wieder da, hi. Oh, die Kameraführung. Ist natürlich wieder top-notch. Du vielleicht? Du bringst uns wieder zum Eingang. Natürlich. Wusste ich. Ich wollte... Schaut da hinter euch. Ist das nicht Superman? Es
So, hier haben wir tatsächlich zwei von den Floormastern. Heißt das, dass das hier der zweite Raum ist und im dritten haben wir dann drei, wenn wir richtig sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hier und hier aller guten Dinge sind drei. Warum sage ich das jetzt? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Nein, hier gibt es wieder nur einen Floormaster. Okay. Jetzt muss ich mir aber trotzdem den Weg merken, weil ich finde hier nie wieder her. Jetzt mal ganz im Ernst, ich werde hier nie wieder herfinden, falls ich irgendwie zurückgesetzt werde an den Anfang vom Dungeon oder so. Ich... Oder der runterfalle, weil wir ja da unten angefangen haben. Die Frage ist, wo wollen wir denn eigentlich hin? Links? Das sieht auf jeden Fall schon mal nicht so falsch aus, wie es sein könnte. Weil Schatzkiste ist Schatzkiste, ne? Oh? Oh? Die Geisterschiffkarte. Rufe den Kartenbildschirm auf und mach dich schlau. Dann waren wir tatsächlich richtig. Sehr cool. Das hat ja leichter funktioniert, als ich dachte, dass es funktioniert. Ich dachte, ich vertue mich jetzt voll und verlaufe mich und dann voll peinlich und dann muss ich das Video zusammenschneiden. Oder so. Keine Ahnung. So, wupp. Oh, schade. Das wäre ein cooler Sprung gewesen, wenn ich den Sprung geschafft hätte. So, da muss ich einmal ganz kurz die Karte aufmachen. Da ist sie, die Geisterschiffskarte. Okay. Was möchte das Spiel mir damit sagen? Was haben wir denn gerade für eine Mondphase? Wir haben den Mond. Was ist das für eine Insel? Huch, das wollte ich nicht. Ich versuche gerade die Karte irgendwie zu entziffern. Upsa, das wollte ich auch nicht. Ich bin... Es ist sehr irritierend. Oder habe ich jetzt auf der Triforce-Karte, die Wahnsinnskarte vielleicht... Nee, da wird mir nicht angezeigt, wo das Geisterschiff ist. Ich will die ganze Zeit, wenn ich die Karte vergrößert habe auf dem Kartenbildschirm, will ich immer mit B raus, aber es macht natürlich keinen Sinn. Jetzt muss ich hier natürlich... Das da ist Ichthusk. Aber bei den anderen Inseln habe ich halt gar keine Ahnung, was das sein soll. Gibt's eine, die aussieht wie eine Kaulquappe? Eins ist die Rhombusinsel, das weiß ich. Kann ich nicht irgendwie ganz viel Zeit vorspulen oder so, bis es eine Insel ist, die ich kenne? Müssen wir jetzt gerade ganz kurz alle Inseln angucken. Ansonsten, würde ich sagen, mache ich hier mal einen ganz kurzen Schnitt und spule ein bisschen die Zeit vor. Beziehungsweise, ich gehe jetzt erstmal nach Ichthusk, weil ich da weiß, beziehungsweise, was ist denn die nächste Mondphase? Doch, Ichthusk müsste das nächste sein, das ich kenne, wo bald... bei einer Mondphase das Geisterschiff kommt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Ichthusk. Wenn das Geisterschiff da ist. Bis gleich! So, Freunde. Ihr seht es da bereits im Hintergrund.
Da fährt etwas. Was? So vielleicht gar nicht mehr fahren dürfte. Und wir werden ins Innere des Geisterschiffes getransportiert. Ich will ganz kurz... Oh, wo kommst du denn her? Moment, da ist ein Kamek, das heißt... Ich will eigentlich den Kamek fokussen. Nein, ich möchte den Kamek fokussen. Den Kamek fokussen! Danke. Ist das denn so schwer? Okay, nice. Den haben wir. Und dich hat's irgendwie... Wie bist du ins Licht gekommen? Oh, ich hasse sie. Ich hasse sie. Hass. Kamera, bitte. Hass. Hass. Da haben wir übrigens gerade eben gesehen, dass der Kopf tatsächlich mit dem Hammer One-Hit ist. Auch wenn uns das, ja, jetzt nicht so viel gebracht hat. Aber besser als nichts, ne? Immerhin mal gezeigt im Let's Play. So, und du? Komm ran. Geist-Homek, Geist-Face. Riecht wundervoll. Wunderbar, wunderbar. So, hier haben wir wahrscheinlich wieder viel zu viele Rubine. Und hier gab es in der Originalversion, also in, im normalen Wind Waker, auch so viel Geld, hing hier das ganz normale Bild drin, das es auch in den U-Booten gibt, also das auch in den U-Booten hängt. Und wenn man... Es hat einen angeschaut mit roten Augen und Hörnern. Das war sehr gruselig. Scheinen die aber aus irgendwelchen Gründen hier geändert zu haben. Und wir bekommen einen Triforce-Splitter. Damit hast du alle Splitter gefunden und das Triforce des Mutes vervollständigt. Oh, was war... Was war das? Freunde, wir haben das Triforce vervollständigt. Sehr gut, Link. Damit hast du alle Splitter gefunden. Das Triforce kann wieder vollständig zusammengesetzt werden. Schnell, wir müssen nach Hyrule eilen. Nach Hyrule, sagst du. Jetzt bin ich aber gerade am Überlegen, ob es noch irgendwas gibt, was ich machen möchte. Aber ich glaube tatsächlich nein. Ich glaube tatsächlich nein. Gut, dann wirbeln wir mal ganz schnell mit dem Kanon des Sturms zum Turm der Götter. Haben ja direkt eine Bushaltestelle da vorne. Ha. Wunderbar. Und dann würde ich aber sagen... doch, machen wir die Folge noch. Machen wir die Folge noch. So denn, Link, zeige den Göttern das zusammengesetzte Triforce. Der allmächtige Dorito. Oh, was geschieht? Das Triforce, es verweilt in dir. Link, du hast jetzt ein Tattoo. Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes dich als einen wahren Helden anerkannt hat. Du,
der du den Wind befehligst, das Meer bereist, zahlreiche Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zu einem Teil von dir gemacht hast. Dich wird man in kommenden Zeiten als den Helden des Windes kennen. Link, Held des Windes. Geh. Geh nach Hyrule. Geh zu Zelda. Huch, das wollte ich nicht. Das war jetzt sehr antiklimaktisch. Dann wollen wir mal zu Zelda gehen. Oh, es fängt gerade sehr passend. Oh, hier liegt alles in Trümmern. Ja, hier scheinen Gens Truppen definitiv am Werk gewesen zu sein. Alles in Ruinen. Thematisch fängt es gerade an meinem Fenster an zu regnen. So, Link kommt erstmal ins, nach langer Zeit wieder ins untergegangene Hyrule. Erstmal Töpfe zerschlagen. Oh. Ah, nach Quatsch. Ich muss logischerweise zu Zelda. Aber habe ich vergessen. Ich. Doofkopf. Hier runter. Da wartet sie auf uns. Ich kenne die Abkürzung. Du törichter Junge. Dachtest du, im Schloss wäre sie sicher? Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Zelda nehme ich von nun an jedenfalls in meine Obhut. Und du solltest hier deine letzte Ruhestätte finden. Und wir müssen gegen zwei schwarze Ritter kämpfen. Gott. Ja. Hilf. Das hat mich nicht... Ey. Ah, sagen wir es so. Ich habe zwei Feen dabei und eine große Portion von Omas Suppe. Aber wir scheinen die ja jetzt ganz gut in Schach halten zu können. Auch wenn der Knockback vom Feuer ein bisschen fies ist, aber... Na, jetzt so ohne Schwert, wie sieht's aus? Kannst du auch nix. Das Ritterwappen nehme ich an mich. Und die Herzen auch. Und das sieht so aus, als ob tatsächlich Ganondorf seine Macht zurückerlangt hätte. Dann sollten wir uns so schnell wie möglich darum kümmern. Bevor er damit noch irgendwas anstellt. Aber so schnell wie möglich heißt trotzdem nicht, dass wir es diese Folge noch machen können, Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.